Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Beim letzten Mal sind wir aus dem Kerker entkommen, sind nun hier im Hafen und fliehen jetzt höchstwahrscheinlich. Hier ist ja alles kaputt und so. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch der Drache, der hier nochmal angegriffen hat. Und wir haben eine Rüstung gefunden, wie man sieht. Und ja, Triss haben wir auch wieder gefunden, die dort unten im Schiff, glaube ich, ist. Und deswegen... Ah ja, mit dem können wir was zusammen? Nö. Kein Unwetter. Ja, wir haben letztes Mal ordentlich was hier noch gelootet. Dabei haben wir eben halt diese Rüstung auch gefunden. Hier ist auch noch was Zeug. Cool. Und ja, ich denke mal, wir hauen jetzt im Schiff ab. Pest und Pocken. Du musstest ja nicht gleich die Burg niederbrennen. Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden. Ach so, das war... Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen. Keinen Umhang, der unsichtbar macht. Ach so. Triss, ist alles in Ordnung? Königliche Ratgeberin war ich mal. Bin meinen Posten los. Mein Heim in Vysima. Hexerliebchen nennt man mich. Schickse des Königsmörders. Was ich noch erwähnen wollte, jetzt wird mir klar, warum hier alles brennt. Natürlich, das kommt alles von der Explosion da mit dem Öl. Das ist ja interessant, aber das ist ja eine fette Explosion. Antwort mal so. Die Leute reden, wie sie meinen, dass sie müssen. Ich weiß, aber... Sie werden die Meinung ändern, sobald wir den Königsmörder haben. Roche sorgt schon dafür. Korrekt, Spion? Ein Spion bin ich nicht. Aber ansonsten hast du wohl recht. Interregnum bedeutet blankes Chaos. Ratten wie Baron Kimbold und Graf Maravell regieren Temerien. Oder versuchen es wenigstens. Nur der alte Natalis kann wieder eine echte Ordnung herstellen. Natalis ist weit weg und von geringer Geburt. Er kann die Krone nicht erlangen. Baron Kimbold hingegen... Politik ist jetzt nicht so wichtig. Vernon, hast du irgendetwas über den Königsmörder erfahren? Vor einer Woche habe ich Nachricht von meinem Informanten in Flotsam erhalten. Er hat Jorvet in Gesellschaft eines riesigen Glatzkopfs gesehen, so wie du ihn auch beschreibst. Vor einer Woche? Klingt mir nach einer kalten Spur. Irgendwo müssen wir anfangen. Die Faktorei liegt ein paar Tagesreisen flussaufwärts in den Wäldern an der Grenze zu Edirn, in Jorvets Territorium. Dann auf nach Flotsam. Triss? Ja? Ich bin ein bisschen ramponiert. Siehst du nach meinen Wunden? Mhm. Gehen wir unter Deck. Und du musst mir von Yennefer erzählen. Jede Kleinigkeit. Ich will alles hören. Auch das, was du mir nicht sagen willst. Auch das, was wehtut. Klar zum Ablegen! Taue klar und alle an Deck! Ja, cool. Taue sind klar. Also machen wir uns jetzt auf die Suche nach dem Königsmörder. Während die ganze Stadt in Flammen steht. Ich dachte, der Drache wäre das gewesen. Ehre ist eine seltsame Sache. Die Ehre hat Arjan den ungleichen Kampf gegen die Übermacht von Temerien aufnehmen lassen. Als er bezwungen wurde, war es die Ehre, die ihm den Nacken beugte und seine Leute rettete. Doch dieselbe Ehre hat es ihm nicht erlaubt, sich selbst zu retten. Ja, sehr tragisch, das mit Arjan. Ich dachte, dass er auch überleben würde, aber er hat sich für die gute Sache sozusagen geopfert. Ah, ein neues Ladebild übrigens, Ladescreen-Bild. Nice. Tja, ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Das werden wir hoffentlich jetzt bald erfahren. Außer wenn der Ladebildschirm... Ne? Da muss ich ja nichts zu sagen. Ah, cool. Okay, es geht weiter. 4 Monate zuvor. Grenze Temerien. Ehedirn. Oder Aedirn. Wie auch immer. Oder Ehedirn. Ach, scheiß drauf. Oh, Skoyatel, Elfen. Ah!
Ah, was ist das denn für ein Vieh, ey? Das sieht ja widerlich aus. Oh mein Gott, was ist das? Okay. Pass auf von hinten! Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden. Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Das von dem Abend. Durchlauchtigster Herr von Eddern, von Gottes Gnaden, Souverän des Pontertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise. Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf. Bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Wenn in Eddern nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe der Skulette. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schädigt. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Der Schützling hat den Nickel erwischt. Zeit zu gehen. Sind wir uns einig, Elf? Okay. Sehr interessant. Also kommen wir zum Sumpf oder im Wald oder was war ja im Wald, das war ja Wald, ne? Kommen wir im Wald raus. Und die Elfen arbeiten jetzt also mit dem Königsmörder zusammen. Oder der Elf jedenfalls. Akt 1, Gegenwart. Grenze Temerien, Edörn. Und das eine war ja 4 Monate vorher, stimmt, ich erinnere mich. Also nicht, dass ich mich daran erinnere, dass das wir... Nicht, dass ich das miterlebt habe, aber... Er stand 4 Monate zuvor. Und König Foltest ist ja mittlerweile schon tot. Mal sehen, wer der Nächste sein soll. Flotsa müsste da hinter der Landzunge sein. Gehen wir am Strand entlang. Gehen wir? Wer wir? Du und ich. Kundschaften. Ich komme mit. Besser nicht. Es könnte brenzlig werden. Wir wissen nicht, wie sie uns empfangen. Und deshalb lasse ich euch nicht allein losziehen. Irgendwer muss sich um euch kümmern. Haben wir denn wieder einen... Hat sie ihre Tage? ich wollte eigentlich nur sagen, haben wir unser Silberschwert wieder? Ich glaube nicht. Wo sind die beiden denn jetzt auf einmal? Komm endlich! Sekunde, ich würde hier gerne noch ein bisschen looten. Gesteppte Leder, eine neue Rüstung oder was? Das ist ja cool. Du wirst deinen Hexerarsch kaum trocken rüberbringen. Spring schon. Was ist? Ja, immer ruhig, Leute. Ich will nur nichts verlieren, also. Los, Hexer. Ja, locker bleiben. Können wir mal laufen hier eigentlich? Würde man gerne ein bisschen schneller. Du wirst deinen Hexerarsch kaum trocken rüberbringen. Spring schon. Ja, ist gut, Alter. Moment mal kurz, diese Rüstung interessiert mich jetzt. Ich glaube, das war ja eine. Ja, da sehen wir sie auch. Trotzdem gehe ich mal hier auf Rüstungen. So, die bringt Rüstung +3. Und diese hier, oder hier, wo ist sie?
Leichte Lederjacke plus 3. Gestepptes Leder. Können wir die anlegen? Ah, Rüstung plus 4 bringt die. Ah ja, das wollte ich wissen. Okay, und schwere Lederhose. Wie viel brachte die jetzt nochmal? Blütenresistent plus 7. Aha. Und diese andere Jacke hier auch plus 7. Egal, wir nehmen die jetzt einfach mal. Ach, haben wir. Ja, ist gut. Haben wir eigentlich Tränke? Das wollte ich noch wissen. Kiebitz, Schwalbe und Katze. Kiebitz, was bringt er eigentlich? Die haben wir wahrscheinlich auch noch gar nicht. Aber hier, ich würde das gern mal... Wie? Aber Katze, oder? Oh, was soll das denn jetzt schon wieder? Oh, die Rüstung ist okay. Komm endlich! Ja, ist gut, Leute. Ich wollte nur nichts hier liegen lassen. Hexer. Ja, ich bin ein Hexer. Gibt es Nachrichten von deinem mysteriösen Informanten? Der Hafen ist blockiert. Die Kaufleute sitzen hier zum Teil schon seit Wochen fest. Im Wald muss es braut sich was zusammen? Geben. Im Wald herrscht Jorvet. Aha. Und ich würde hier gerne ein bisschen looten. Ist etwa Jorvet der Elf von eben? Ich glaube schon. Also würde ich mal so vermuten. Schema Hexer Silberschwert. Ah. Sekunde. Das muss ich mir doch nochmal kurz angucken. Hier. Wie. Hexer Silberschwert. Handwerksschema. Erforderliche Zutaten. Ja, komm mal ein bisschen schneller. Kann man das beschleunigen? Nein, natürlich nicht. Und ich bin jetzt hier weg. Hier. Ja, ein bisschen schneller bitte. Aber ich habe da was von Diamant gelesen. Ja. Einmal Diamantstaub. Haben wir 5. Holzklotz haben wir auch. Eisenerz haben wir auch. Silbererz fehlt natürlich. Scheiße. Okay. Aber ihr seht, es ist schon gut, dass wir ein paar Sachen aufgesammelt haben. Und hier sind noch ein paar Früchte. Nicht Früchte. Kräuter. Früchte, ja. Hier, komm. Ja, was ich noch entdeckt Können habe. Wir endlich gehen? Ja, was ich noch entdeckt habe, wollte ich gerade sagen. Hier, wenn ich Y drücke, macht er dieses hier und dann werden so bestimmte Gegenstände markiert. Ah, ich finde noch gerade nichts. Weißt du, wo wir sind? Im Wald? Wie witzig. Weißt du, wem dieser Wald gehört? Jorvet? Ich weiß mehr über das Pontartal, als du meinst. Auch das Foltest, dieses Land vor ein paar Jahren dem Event abgeknöpft hat. Du warst wohl dabei? Ja, oben links übrigens dieser Kopf. Hört ihr das? Stinkt nach Elfen. Okay. Jedenfalls dieser Kopf dort oben. Dieser Wolfskopf oder ich weiß nicht, was das für ein Kopf sein soll. Der, wenn er blinkt, dann ist Gefahr in der Nähe. Also nicht blinkt, wenn er da aufleuchtet oder so. Das muss ich auch noch erzählen, habe ich gar nicht gemacht. Das Vernon-Rosch. Seit 4 Jahren Anführer der temerischen Sondereinheit, Diener des temerischen Königs. Verantwortlich für die Befriedung des Mahakam-Vorlands. Elfenjäger, Mörder von Frauen und Kindern. Zweifach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jorvet, gewöhnlicher Hurensohn. Ich habe so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Und da tauchst du mir nichts, dir nichts in meinem Wald auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger. Reden wir jetzt für ihn? Wo ist deine Truppe? Dem Kesseltreiben nicht entkommen? Die ist da, wo sie sein soll. Ich sage dir, keine Treibjagd der Menschen kann die Skoyatel aufhalten. Okay, wir haben nur begrenzte Zeit. Hier. Wir brauchen ihn lebend. Hast du einen Zauber, der passt? Rede mit ihm. Muss mich konzentrieren. Ich versuch's. Komm runter und wir beenden das. Ich warte. Ha!
Du bist ein ehrloser Mann, Warnenrosch. Mit Ungeziefer duelliert man sich nicht, sondern man zertritt es. Da höre ich doch nicht wieder die alte elfische Leier. Was meinst du damit, Hexer? Solche wie dich kenne ich. Stolze Enseide, die sich in den Wäldern verstecken. Ratlos, hinter einer Maske aus immer mehr Grausamkeit. Ich habe geholfen, Roschs König zu töten. Das nennst du ratlos? Oder nennst du mich Terrorist? Die Freiheit schenkt einem keiner, Hexer. Die muss man sich selbst erkämpfen. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit, nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten ebenso wenig scheren wie eure Ohren. So war es mit Nilfgaard und so ist es auch jetzt. Irre ich mich? Du irrst dich. Die Zeiten sind vorbei. Niemand benutzt mehr die Skoriatel. Wem willst du das verkaufen? Mir? Dir? Oder deinen Schützen im Gebüsch? Triss, los! Ah, verdammt. Ah, das ist ja geil. Das sollte sie aufhalten. Triss, bist du in Ordnung? Wie schön. Wurde sie getroffen? Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Okay. Geralt, der Zauber wirkt noch. Geh nicht weg. Was ist los? Keiner mehr da, der noch Schmetterlinge herzaubern kann. Hauen wir ab. Dieser. Nein, auf der anderen Seite sind noch mehr. Wir müssen uns nach Flotsam durchschlagen. Ach verdammt, hier sind ja schon Skoyatel. Was ich erzählen wollte, diese Skoyatel, die wir bei dem Schlachtfeld gesehen haben. Da könnte ja dieser Jorvet oder wie er jetzt heißt, dabei gewesen sein. Also schätze ich mal, dass er dabei war. Oh, du kotzt da sie gleich. Immerhin sterbe ich mit der Hand auf einem reizenden Hintern. Oh, fuck. Ja, ja, ist ja gut, aber... Ah, hier kann man natürlich auch kein Zauber wirken. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich muss hier drin bleiben. Ich kann ihn jetzt nicht mehr, oder? Wo ist diese beschissene Anlegestelle? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass wir hier doch heil rauskommen. Triss, die Barriere wird schwächer. Triss? Schneller! Okay. Ein bisschen Magie. Nur noch ein kleines bisschen. Geralt, nun töte sie schon. Ja, mach ich doch schon, Alter. Die Kräuter lasse ich jetzt mal liegen. Eichhörnchen, sie greifen an. Eichhörnchen. 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 Ey, was zur Hölle? Eichhörnchen können kämpfen. Das wäre mir aber neu. Ah, die Texturen, ne? Ihr kennt euch? Oh ja. Aber davon weiß ich nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Fontes tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. Okay. Und die wäre, ne? Das werden wir dann wohl noch erfahren. So viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexer.
Ich bin Gewürzhändler. M hier, fahr M Reis. Ein Händler? Gewürzhändler. Aha. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entronnen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen. Zwerge und einen Barden. Schenke und Bordell gibt's auch. Da könnt ihr euch erholen. Das dürfen wir nicht versäumen. Gerade das Bordell nicht. Leb wohl. Ja. Gewürzhändler? Die Eichhörnchen waren an der Mauer. Vor. Mit dem Anführer Jorvet. Ich hab's genau gesehen. Was will denn dieser Abschaum? Okay, ich speichere jetzt mal und sage, ciao, bis zur nächsten Folge.